Es gibt Katzen mit weichem, lockigem oder kurzem Fell und mit einzigartigen Farben. Andere dagegen sind völlig haarlos. Und es gibt auch eine dämonisch aussehende Katze und eine Katze mit Glubschaugen. Du wirst gleich die 10 seltensten Katzen der Welt kennenlernen. Amazing! Woohoo! Ägyptische Mau. Die ägyptische Mau soll vor Tausenden von Jahren das Haustier der alten Ägypter gewesen sein und ist eine der ältesten Hauskatzenrassen. Mau ist ein ägyptisches Wort und bedeutet Katze. Sie ist die einzige natürliche, getupfte Rasse weltweit. Viele ihrer Merkmale sind einzigartig und bei anderen Arten nicht zu finden. Sie ist mittelgroß und besitzt eine kräftige Muskulatur. Ihre Hinterbeine sind deutlich länger als ihre Vorderbeine. Dadurch ist sie unglaublich schnell und erreicht bis zu 48 Stundenkilometer. Das charakteristischste Merkmal sind ihre Augen. Sie sind riesig, leicht schräg gestellt und mit einer atemberaubenden, stachelbeergrünen Farbe. Genau wie Leos Augen. Ist er nicht hinreißend? Leo ist zwar keine prämierte Showkatze wie die Sharpy Scarlett O'Hare of Mattiki, aber auch er ist etwas ganz Besonderes. Hör dir seine Stimme an. Er redet wirklich gerne. Sphinx. Durch ihr unverwechselbares Äußeres ist diese Katze leicht zu erkennen. Haarlose Katzen gab es bereits im alten Ägypten. Die heutige amerikanische Sphinx-Rasse stammt von Tieren in Minnesota und Kanada ab, die wegen einer Genmutation keinen Fellwuchs haben. Wer unter Katzenhaarallergie leidet, aber gerne eine Samtpfote hätte, findet hier das ideale Haustier. Bedenke jedoch, dass diese Katzen sehr kälteempfindlich sind und daher ständig nach warmen Kuschelplätzen suchen. Obwohl diese Rasse einen schlanken Körperbau besitzt, gibt es ein paar Ausnahmen. So wurde Xerdan aus der Schweiz nicht nur wegen seines faltigen Körpers, sondern auch wegen seines dämonischen Aussehens zu einer Internetsensation. Havanna-Katze. Britische Züchter kreuzten in den 50er Jahren eine Siamkatze und Russisch-Blau. Heraus kam die Havanna-Katze. Die neue Rasse sollte ein wunderschönes kastanienbraunes Fell aufweisen. Das Ergebnis ist ein sattes, tiefbraunes, seidig glänzendes Fell mit Mahagonitönen. Ihr Rassename beruht auf der Ähnlichkeit ihres schokoladenfarbenen Fells mit einer kubanischen Zigarre. 1952 wurde die erste Havanna-Katze in England mit dem Titel Elm Tower Bronx Idol registriert. Er war der einzige Braune in einem Vierlingswurf, die anderen drei waren komplett schwarz. Die Havanna ist mittelgroß, hat einen langen, muskulösen Körper und kurzes bis mittellanges Fell. Ihr Kopf ist dreieckig. Die Rasse ist sehr aufmerksamkeitsbedürftig und kontaktfreudig, das perfekte Haustier also. Burmilla. Die Burmilla ist in den Vereinigten Staaten selten. Am häufigsten findet man sie im Vereinigten Königreich, dem Ursprungsland der Rasse. Sie ist eine unbeabsichtigte Kreuzung zwischen einer Chinchilla-Katze und einer lilafarbenen Burma. So bekam die Burmilla auch ihr glitzerndes weißes Fell, auch Silber genannt. Die Rasse ist sehr anpassungsfähig. Das macht sie zu einem wunderbaren Familienhaustier. Sie sind relativ ruhig, aber doch lebhafter und neugieriger als die Perserkatzen. Ihre Augen sind immer grün und schwarz umrandet. Genau wie das Maul und die Nase, was ihre Gesichtszüge hervorhebt. Das samtige Fell ist kurz, dicht und doppellagig, wie du hier an Bailey, der Bloggerkatze aus Hongkong, sehen kannst. Ja, ich wusste auch nicht, dass Katzen bloggen können. Auf dem Blog baileymiau.blogspot.com kannst du verfolgen, was diese weiß-rot gefärbte Burmilla so treibt. Die liebevollen und sanftmütigen Tiere können auch manchmal frech sein und sind für ihre alberne, clowneske Persönlichkeit bekannt. Peterbald. Peterbalds sind eine Kreuzung zwischen einer orientalischen Kurzhaar- und Donskoi. Oft wird die Peterbald mit einer Sphinx verwechselt. Verständlich, schließlich sehen sich die beiden Rassen sehr ähnlich. Russische Züchter entwickelten die Rasse in den 90er Jahren. Peterbalds können zu 70% haarlos oder völlig kahl sein. Das kurze Fell kann glatt oder struppig sein. Wie die Sphinx reagieren sie empfindlich auf Temperaturschwankungen. Sie gelten als unglaublich anhänglich und anschmiegsam. Diese verschmusten Katzen wirst du von ganzem Herzen lieben. Mit ihrer lebhaften Art unterhält sie dich hervorragend und erfreut dich mit ihrer immerwährenden Lebensfreude.
Diese dunkle Peterbald hat eine Bratpfanne zu ihrem Bett gemacht. Herzallerliebst. Bengalkatze. Eine Bengalkatze ist eine der attraktivsten Hauskatzenrassen der Welt. Kannst du dir vorstellen, eine Katze zu besitzen, die aussieht wie ein Tiger oder ein Leopard? Bengalkatzen gibt es mit den unterschiedlichsten Fellzeichnungen und Farben. Am beliebtesten sind die getupften und goldfarbenen Leopardenfelle. Doch wie gesagt, es gibt noch viel mehr Fellzeichnungen und Fellfarben. Nehmen wir zum Beispiel dieses Prachtexemplar. Das ist Thor. Eine wunderschöne Bengalkatze mit smaragdgrünen Augen und einem wunderschönen goldenen Leopardenfell. Sein Besitzer sagt dazu, ich bin definitiv sein Diener. Genauso wäre es bei mir, denn Thor ist wirklich majestätisch. Nibelung. Die Katzenrasse Nibelung ist ein Nachkomme der Russisch-Blau, deren Langhaarerscheinung in den späten 80er Jahren erstmals in Osteuropa auftrat. Sie ist eine sehr junge Rasse, die noch sehr selten ist und noch nicht in vielen Haushalten zu finden ist. Die Nibelung ist eine wunderschöne, mittelgroße, langbeinige Katze mit außergewöhnlichen Charaktereigenschaften, die in jede liebevolle Familie passt. Sie sind intelligent, anmutig und anhänglich. Wenn man dann noch ein paar Kulleraugen hinzufügt, hat man einen natürlichen Internetstar. Darf ich vorstellen? Belarus, eine schielende Nibelung, die die Herzen der Internetgemeinde im Sturm eroberte. Mit dem ungewöhnlichen Gesichtsausdruck engagiert er sich für wohltätige Zwecke und hat mehr Instagram-Follower als manche Menschen. Kurilen-Bobtail. Intelligent, aktiv, groß und wunderschön. Das ist die perfekte Umschreibung dieser charmanten Samtpfote. Die Kurilen-Bobtail ist für ihr dichtes, seidiges Fell bekannt, das häufig gemustert ist wie bei einer Wildkatze. Charakteristisch ist aber ihr kurzer bis ultrakurzer Schwanz. Dadurch unterscheiden sie sich optisch von anderen Katzen. Sie sind unkompliziert und kommen gut mit Kindern und anderen Haustieren aus. Diese Rasse kann hervorragend fischen und sollte in keinem Haushalt mit Aquarien leben. Überraschenderweise haben einige Rassevertreter Ballfangqualitäten wie ein Hund. Ich weiß nicht, wie dieser Kater heißt, aber er ist ziemlich clever. Elfenkatze. Die Hybridrasse Elf wurde 2004 von Karen Nelson und Kristen Leedom in den USA gezüchtet. Sie kreuzten dafür eine American Curl und eine Sphinx. Sie wollten eine Katze schaffen, die mit liebevollem Wesen der Sphinx und den charakteristischen Ohrformen der American Curls. Natürlich hat diese Art ihre persönlichen Eigenarten wie ihr dünnes Fell. Denn anders als eine Sphinx kann die Elfenkatze eine leichte Behaarung aufweisen. Doch beide Rassen haben eine ähnliche athletische Körper- und Kopfform. Nun ja, die meisten von ihnen. Boo kämpfte mit seinem Gewicht und wog einmal 10 Kilo. Aber zum Glück hat er 3 Kilo abgespeckt und hat sich von einem Moppelchen zu einem stattlichen Kater gemausert. Diese Katze. Wenn du bei Google nach der schönsten Katze der Welt suchst, wirst du wahrscheinlich ein Bild eines makellosen, flauschigen Kätzchens mit großen, runden, blauen Augen finden. Was du definitiv nicht finden wirst, ist diese schmuddelig aussehende, fast haarlose Raubkatze. Diese großäugige Katze, die alles hat, nur keinen Wow-Effekt, wird wahrscheinlich als hässlichste Katze der Welt bezeichnet. Aber wer sind wir, um darüber zu urteilen, zumal es sich nur um die Rassenmerkmale dieser Katze handelt, der Lykoi. Lykoi bedeutet im Griechischen Wolf. Der Name Lykoi entstand, weil es sich um eine einzigartige Rasse handelt, die aus einer natürlichen Mutation bei einigen verwilderten Katzen hervorging. Die Lykoi ist eine der auffälligsten Katzenrassen der Welt. So mancher kann sich nicht vorstellen, dass man diese Tiere lieben kann. Doch trotz ihres verwilderten Aussehens sind diese Katzen liebenswürdig, anhänglich und lebhaft und kommen mit Menschen und anderen Tieren problemlos zurecht. Findest du, einige dieser Katzen sehen seltsam aus oder ist dir das Aussehen egal? Verrate es uns in den Kommentaren. Wir hoffen, dich bei unserem nächsten Video wiederzusehen.